Hallo zusammen. So, heute ist es soweit. Das lang ersehnte Feedback der Dalton Kosmetik. Ich hatte im November von der Firma Dalton ein Angebot bekommen, ob ich nicht Produkte von ihnen testen möchte. Und das habe ich jetzt über 6 Wochen getan. Insofern kann ich da schon durchaus etwas sagen, wie die Produkte auf meine Haut gewirkt haben. Nochmals vielen Dank an die Firma Dalton. Ich bin wirklich begeistert von den Produkten. Wer Dalton noch nicht kennt, also Dalton gibt es seit 40 Jahren, also 40 Jahre Erfahrung in der Meereskosmetik, und bekannt ist Dalton durch Institutskosmetik. Also hauptsächlich Institutskosmetik und auch auf Beautyfarmen. Also Kosmetiker haben damit gearbeitet und nun soll diese Kosmetik eben auch dem breiteren Markt bekannt gemacht werden. Und deshalb werden einige YouTuber ausgesucht oder auserwählt, die Produkte zu testen und ein Feedback abzugeben. So, gleich zu Anfangs, wir haben da so einen Deal gemacht, Dalton und ich, für euch. Und zwar gibt es einen Rabattcode unter dem Namen Beauty Kirsty. Ich schreibe den selbstverständlich nochmal in die Infobox. Der gilt vom 8.1. bis zum 31.1. auf das gesamte Sortiment. Also egal, was ihr wollt, da müsst ihr einfach, wenn ihr bestellt, bei eurer Bestellung, diesen Rabattcode mit eingeben und ihr bekommt 20%. Das ist doch mal eine Nummer, ne? Vielen Dank. So, was habe ich jetzt getestet? Ein Reinigungsschaum. Ein wunderbarer Reinigungsschaum. Das ist ein ganz fluffiger, zarter Schaum, der nicht zusammenfällt. Und der hat einen ganz angenehmen, frischen Duft. Und ihr kriegt selbst euer Augen-Make-up, also damit entfernt. Äußerst mild. Und ich habe ja immer eine andere Firma benutzt. Die möchte ich jetzt nicht erwähnen. Und ich muss sagen, der hier hat es mir jetzt wirklich angetan. Er ist äußerst ergiebig. Ich bin jetzt gerade mal hier. Schaut mal. Und ich teste schon seit 6 Wochen. Der hat seinen Preis, aber ist äußerst sparsam. Ihr braucht eigentlich nur 1-2 Pumpstöße, um euer Gesicht komplett und den Hals zu reinigen. Weiter geht's mit einem Tonic. Das ist ein Tonic, was natürlich aufgegeben wird nach der Reinigung, um den pH-Wert der Haut wiederherzustellen. Und durch die Zusätze von kristallisierten Meeresschaum wirkt dieses Tonic wahnsinnig erfrischend, vitalisierend, äußerst luxuriös, angenehm im Geruch und auch beim Auftragen, ne, damit der pH-Wert sich wieder schön einpegelt. Das nächste Produkt ist ein Augen-Make-up-Entferner, so ein Zwei-Phasen-Produkt. Das wird geschüttelt für normales Augen-Make-up und auch wasserfestes Augen-Make-up geht wunderbar damit zu entfernen. Mit Calendula und Kamillenextrakt hinterlässt keinen öligen, schmierigen Film, keine gerötete Augen, keine gereizten Augen. Das ist nämlich mein Problem oft. Und natürlich darf man nicht rubbeln. Ne? Das reicht wirklich, wenn ihr ein bisschen auf ein Pad gebt, auf die Augenlider das legt und das so ein bisschen ganz zart so einwirken lasst. Und dann könnt ihr das einfach schön, ohne nach rechts und links zu rubbeln und zu reiben, könnt ihr das Augen-Make-up mit entfernen. Und gleichzeitig durch diese pflegenden Öle ist es auch pflegend für die Wimpern, also für den Wimpernrand. Ein Bombenprodukt, muss ich euch sagen. Es ist wirklich super. Bin total begeistert, weil ich lange auf der Suche nach einem Augen-Make-up-Entferner für empfindliche Augen war. Dann haben wir noch hier solche Blämmer bei den Augen. Das sind so Instant Eye Pads mit dem Wirkstoff Ginseng, Ginkgo-Blätter, grünem Tee, Malve, Aloe Vera und gegen müde, gestresste Augen. Ob das jetzt Tränensäcke sind oder Augenringe. Es belebt die Augenpartie so nach 10 bis 15 Minuten. Fantastisch. Kann ich auch nur empfehlen. Weiterhin ein Eyelid Primer. Dieser Eyelid Primer kommt in diesem kleinen Tübchen daher und ist ein sehr außergewöhnlicher Lid Primer. Kannte ich noch nicht in der Form. Und zwar, ich gebe den mal auf, ist der so golden. Man kann ihn alleine benutzen als, wie gesagt, Lid Primer. Der sieht schon fast aus wie so ein goldener Lidschatten. Seht ihr das? Oder eben auch als Highlighter. Wirklich golden, ne? Kann man das sehen? Also ich sehe es. Ein fantastisches Produkt, alleine anzuwenden oder als Basis für euer Augen-Make-up. Weiter im Text, bei den Augen habe ich hier 2 Cremes getestet im Wechsel. Das heißt, die eine habe ich am Morgen genommen und die andere am Abend. Das ist Dalton
Das ist einmal diese Extreme Lift und dann die hier mit Q10. Die Extreme Lift, die habe ich benutzt am Abend. Da ist so ein Botulinum drin. Die mit Q10, die habe ich für den Tag benutzt. Die ist sehr schön reichhaltig. Es ist ja Winter, ne? Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es nach ein paar Stunden schon spannt. Diese Lifting Cream. Unsere Partie unter den Augen ist ja sehr dünn, empfindlich und wird im Alter, naja, also noch empfindlicher. Und hier ist so ein Jumbo-Extrakt enthalten und der wirkt irgendwie entspannend auf den Ringmuskel. Also es ist jetzt nicht Botox, dass ja irgendwelche Muskeln lahmgelegt werden. Es ist aber schon so ein Botox-ähnlicher Wirkstoff. Also der wirkt entspannend. Also ich benutze diese Creme nachts als Nachtcreme, als Nachtaugencreme und bin auch damit sehr zufrieden. Weiterhin, ich kann nicht nur sagen, dass ich zufrieden bin. Ich kann nichts anderes sagen. Also das ist jetzt nicht bezahlt, das Video. Ich habe die Produkte zugeschickt bekommen. Und wir sind uns einig, Dalton und ich, also wenn mir irgendwas nicht gefallen sollte, dann muss ich darüber nicht reden. Und das würde ich auch nicht tun. Ich würde nichts verreißen, aber ich würde einfach nicht darüber sprechen. Aber die Produkte, die ich euch heute zeige, die, von denen bin ich überzeugt. Und ich möchte euch daran teilhaben lassen, wenn ihr Interesse an den Produkten habt. Was sagt die eigentlich dazu? Die hat sie nun getestet. Schauen wir mal. Weiterhin schönheitspflegend habe ich hier zwei verschiedene Ampullen bekommen. Das ist einmal mit Kaviarextrakt und das ist Hyaluronic Urea. Ganz tolle Feuchtigkeitsampullen, die Hyaluronic, drei Stück und sind darin enthalten. Und die mit Kaviar, das ist ein absolut luxuriöses Produkt, wenn ihr wirklich ganz besonders aussehen wollt, eine besondere Ausstrahlung haben wollt, also mit diesen Kaviar Deluxe Ampullen, das ist wirklich Luxus für die Haut pur und sie riecht nicht nach Kaviar. Dann habe ich hier solche Daily Pads, das sind solche Classic Clean, das sind vorgetränkte Pads mit AHA-Fruchtsäure, also eine ganz milde Formulierung. Und mit diesen Pads könnt ihr nach eurer Reinigung zusätzlich nochmal über das Gesicht gehen. Dieser Pad hat zwei Seiten, so eine geriffelte Seite und das war die geriffelte und eine ganz glatte Seite. Und das ist wirklich erstaunlich, selbst wenn man sein Gesicht porentief gereinigt hat, wenn man mit diesem Pad nochmal darüber geht, hat man so leichte, noch so leichte Reste, sind auf diesem Pad enthalten. Also es ist wirklich, es ist eine porentiefe Reinigung. Allerdings ist es Fruchtsäure, aber es ist ein milder Einstieg. Das ist mit Milchsäure, Glykolsäure und Zitronensäure angereicht. Also wie gesagt, ein milder Einstieg in die Fruchtsäuren. Wer jetzt ganz empfindliche Haut hat, da gibt es eine andere Geschichte. Also ein Peeling, was mich wirklich, ein Enzympeeling, was mich jedes Mal, wenn ich es benutze, von den Socken haut. Das sind diese, die nennt sich, okay, ich muss jetzt doch mal die Brille aufsetzen. Wie nennt sich das, dass ich nichts Falsches sage? Einfach nur Soft Skin Effekt, Comfort Clean. Das sind, ist ein Peeling. Das kommt in diesem Tütchen daher. Und es ist so ein Pulver, ein ganz feines Pulver. Das gebt ihr auf, also ihr macht das Tütchen auf, gebt es auf die feuchten Fingerspitzen und verreibt es euch im Gesicht. Und dann kann man es 1 bis 3 Minuten ganz leicht massieren oder auch einfach nur einwirken lassen. Und danach habt ihr ein strahlendes, tolles, super cleanes Hautbild. Es entfernt eben die Haut von abgestorbenen Hautschüppchen, Schmutzpartikelchen, Make-up-Reste, egal. Also auch wenn man sich reinigt, ihr wisst das ja, man reinigt sich und doch hat man manchmal das Gefühl, naja, so ein Peeling, wir sollten ja einmal die Woche ein Peeling machen. Und mit Enzympeeling war ich erst so ein bisschen, ich weiß nicht, weil ich eine sehr empfindliche Haut habe, aber dieses Enzympeeling, das ist sehr empfehlenswert für alle Hauttypen gedacht. Ich schreibe übrigens die Produkte alle in die Infobox, die ich euch heute vorstelle, ja, alle. Ausnahmslos. Also für alle Hauttypen geeignet, auch für eine empfindliche Haut, selbst für eine zur Kuparose neigende Haut. Die Ladies können gerne auch dieses Enzympeeling, jetzt nicht alle 3 Tage, aber mindestens, weiß ich nicht, alle 2 Wochen benutzen. Bei regelmäßiger Anwendung verfeinert sich und verbessert sich euer Hautbild enorm. Ja, es macht immer die Regelmäßigkeit, aber das wisst ihr ja, die Regelmäßigkeit und die Routine.
Dann habe ich hier diese Kälteschutzcreme, die hatte ich schon mal in einem Extra-Video vorgestellt, mit Jojobaöl und Shea Butter. Die legt sich wie ein schützendes Mäntelchen, wie sie so schön schreiben, auf eure Haut. Und die kann einzeln aufgetragen werden oder über eure normale Hautpflege. Und gerade jetzt im Winter, wenn wir dazu neigen, dass die Haut eben sehr trocken wird, schnell durch die Heizungsluft, die Kälte draußen und der Stress rein und raus. Und wir sind ja relativ wenig an der Luft, also weniger als im Sommer, ist so eine spezielle Kälteschutzcreme sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Das ist ein tolles Produkt. Dann haben wir hier eine Biozellulose-Tuchmaske, eine Lifting-Maske mit einem liftenden Plankton-Extrakt und allein schon das Tuch. Das Tuch wird hergestellt aus den Fasern der Kokosnuss und der Milch der Kokosnuss, also Bio. Und der Plankton-Extrakt und Hyaluronsäure sorgen für einen absoluten Aha-Wow-Effekt. Sie sagen bis zu 16% weniger Faltentiefe. Und das macht sich natürlich fantastisch, wenn man vorher ein Peeling benutzt. Wenn ihr solche tollen, wirkstoffreichen Masken auftragt, ist es immer schön, wenn man vorher die Haut wirklich reinigt und die abgestorbenen Hautschüppchen entfernt und dann sich so eine pflegende Maske oder eine Ampulle aufgeben. Ein sehr empfehlenswertes, tolles Teil, kann ich nur sagen. Ich bin wirklich hin und weg und ich kann mir vorstellen, die Ladies, die zu einer Kosmetikerin gehen und mit diesen Produkten behandelt werden, die gehen wirklich da raus und sagen, wow, mein Gott, was habe ich meiner Haut hier Gutes getan. Aus der Soul-Serie habe ich drei Produkte. Als allererstes ein Illuminating Oil. Ihr seht, da ist kaum noch was drin. Das ist auch ein Zwei-Phasen-Produkt, was geschüttelt wird und nach der Pflege, bevor ihr eure Tagespflege aufgibt, wird es auf die Haut aufgegeben. Das ist ein Öl, was nicht beschwerend wirkt, was nicht wie so ein Öl fettig auf eurer Haut liegt. Es ist sehr nährend, es ist feuchtigkeitsspendend. Man hat diesen Glow schon auf der Haut. Dieses Monoi-Öl, was aus Frangipani-Blüten gewonnen wird, das verleiht also eurem Gesicht diesen Glow. Und es ist, wie sagt noch so schön, so ein Seelenschmeichler. Es ist ein wunderbarer Geruch. Und man kann sich das, wie gesagt, auch einzeln aufgeben oder unter die Pflege. Es ist dieses Zwei-Phasen-Produkt, ist eben so pflegend. Ein absoluter, toller Anti-Aging-Tipp. Und dazu gibt es eben noch passend einmal eine Creme, eine vitalisierende Creme. Und eine, das ist auch eine Creme, aber Creme und Maske, also diese beiden Produkte, die stelle ich jetzt gleich nochmal vor, also auch aus dieser Soul-Serie. Aber was ich gleich nochmal dazu sagen möchte, was ich ungeheuer sympathisch finde, das muss ich euch wirklich nochmal sagen, ist, dass immer ein Spatel mit dazu kommt, dass man nicht mit den Fingern in das Produkt geht. Diese harmonisierende Creme und Maske, die habe ich zum Beispiel eigentlich immer als Nachtpflege genommen. Und damit ich euch jetzt nichts Falsches sage, ich habe mir das aufgeschrieben, da ist Nachtkerzenöl drin enthalten, was beruhigt. Jasmin und schwarzer Sesam und Magnolien. Und die sorgen eben für ein wunderschönes, gepflegtes Hautbild. Also man kann es, wie gesagt, als Maske benutzen und nach 20 Minuten abnehmen oder drauf lassen und einmassieren. Ich habe es sehr gerne auch als Nachtpflege benutzt. Und dann haben wir noch diese Creme, die ich jetzt als Tagescreme benutzt habe. Wie viel ist denn da noch drin von der Ergiebigkeit her? Schaut mal, es ist ziemlich ergiebig. Ich habe es wirklich jeden Tag benutzt, seit Ende November. Darin ist enthalten eine Kombination aus dem Zellomer, Meeresextrakt und eben wertvolle Öle, die für die reife, gestresste, gereizte Haut einfach nur wohltuend ist. Ein wunderbarer Geruch, was ja ganz wichtig ist, weil vieles, die Gerüche geht über das limbische System, was wir uns aufgeben. Und Soul, die heißt nicht umsonst Seele, diese tolle, tolle Serie. Ich habe noch ein paar dekorative Kosmetikprodukte zugeschickt bekommen. Das waren Mascara und auch die Lidschatten. Da bin ich jetzt noch nicht so zugekommen, mit einer Mascara schon. Das war die Extensions, eine tolle Mascara. Ich kann dir ja noch mal in einem Extra-Video vorstellen, weil das würde jetzt, glaube ich, hier den Rahmen sprengen. Also alles in allem.
Ich bin von dieser Pflegeserie, die für mich, also ich habe mich ja auch unterhalten mit den Ladies am Telefon, was für meinen Hauttyp so zugeschnitten, also passen könnte, und das hat total gepasst. Also die Beratung war toll bei euch und mit euch. Und nochmals vielen Dank, dass ich das testen durfte. Und ich gebe gerne meine Erfahrung hier an die Community weiter, mit bestem Gewissen. Und ja, ihr könnt gerne, einige von euch haben ja auch schon, als ich das erste Video reingestellt habe, haben ja schon bei Dalton angerufen und haben da schon Fragebögen ausgefüllt und haben sich so Sets zuschicken lassen. Und haben natürlich gewartet jetzt auf das Video, wie ist ihr Feedback? Und mein Feedback ist durchweg 2 Daumen nach oben, absolut positiv. Ich werde bei dieser Serie bleiben. Erstmal, also natürlich, solange ich werde es aufbrauchen und ich werde sie auch weiter benutzen. Weil ich das Gefühl habe, was hat sich mit meiner Haut verändert? Ja, stimmt, ich hatte ja vorher was anderes benutzt, mehrere andere Dinge. Mein Hautbild hat sich schon verändert, muss ich sagen. Ja, das ist irgendwie entspannter geworden. Es ist entspannter, es ist irgendwie sauberer. Ich meine, ich pflege mich schon, aber es ist irgendwie dieses Porentiefe. Durch dieses Enzympeeling und diese wahnsinnig tollen Extra-Pflegeprodukten, wie diese Maske oder diese Ampullen, dass man sich gerade jetzt im Winter... Die Haut ist gestresst, ich weiß, ich wiederhole mich, aber wir müssen einfach was tun für unsere Haut. Ne? Also natürlich auch von innen, besonders viel, viel trinken. Nicht vergessen, auch im Winter, ihr müsst viel, viel trinken und euch auch gut ernähren, öfter auch mal an die Luft gehen. Aber ein entsprechendes Hautpflegekonzept für uns, für auf jeden persönlich abgestimmt, das ist doch schon eine tolle Geschichte. Und Dalton hilft dabei. Man steht ja sonst immer allein irgendwo rum und sucht sich da irgendwas aus und weiß nicht und probiert. Also... Für diese Firma hat eigentlich für jeden Hauttyp, für jede Problemhaut, die haben die Lösung irgendwie. Aber seid bitte nicht ungeduldig, alles braucht seine Zeit. Die Haut erneuert sich so alle 4 bis 6 Wochen und erst dann kann man sagen, deshalb kommt mein Video ja auch so spät, okay, das ist für mich ein tolles Konzept, mit dem ich leben kann. In diesem Sinne, ich schreibe euch gerne in die Infobox nochmal diesen Code auf. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und verbleibe wie immer mit den besten Grüßen. Seid besonders gut zu euch und zu eurer Haut. Bis bald. Ciao.